Es gibt Neues vom Gallier. Er geht ins Labor. Aber das ist alles andere als ein Experiment. Jetzt bei probiert.tv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiert.tv. Mein Name ist Martin und ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt ein ebenso gutes Bier, oder ich hoffe, dass ihr ein ebenso gutes Bier habt, wie ich das hier habe. Getrunken habe ich es ja noch nicht, denn es gibt Neues vom Gallier, vom Jan, der ja als Belgier in Belgien braut, das Bier dann aber komplett importiert und hier unter dem Namen der Gallier verkauft. Und er hat sich jetzt an Barrel Aging gemacht, also Fassreifung. Und das Ganze läuft unter Dr. Benji. Und wenn ihr jetzt mal bitte darauf schaut, Dr. Benji, das ist der Mann, der da auf dem Etikett ist. Und der sitzt in einem Fass, da steht auch Dr. Benji. Und hinten, man muss ja bei diesen Etiketten immer ein bisschen auf die Details schauen, da ist eine Maus drin. Und der Hintergrund ist, der Dr. Benji gibt es wirklich, das ist der Bruder von Jan, heißt glaube ich Benjamin, also würde zumindest naheliegen. Und der arbeitet tatsächlich als Wissenschaftler, arbeitet mit Mäusen. Und ja, für die Barrel-Aged-Serie hat er ihn eben auf dem Etikett verewigt. Ich weiß nicht, ob er diesen Benji da auf dem Etikett auch ähnlich sieht, aber zumindest ist das ein familiäres Thema bei diesem Bier. 6,4 Volumenprozent Alkohol und Barrel-Aged Fruit Beer. Mit Waldbeeren das Ganze versetzt. Und der Jan hat mir verraten, dass tatsächlich, und das ist ja fast ein bisschen außergewöhnlich, die Fassaromen jetzt nicht die übergeordnete Rolle bei diesem Bier spielen, sondern dem Bier nur so einen ganz leichten Twist in eine Richtung geben sollen, nämlich ja, die Fassnoten. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann schmeckt. Wie gesagt, 6,4 Volumenprozent Alkohol und wie sich's für ein Fruchtbier gehört, schlanke 22 Bittereinheiten. Und man fühlt sich sofort optisch ein bisschen an die Ile de Gonde erinnert. Ich glaube, die war ein bisschen intensiver, ein bisschen blasser, meine ich. Das hier ist jetzt deutlich intensiver. Ein ja, dunkles Rot, das Bier, wenig Schaum obendrauf. Das war, ja, mal, schon mal, vielleicht kriegen wir da mal ein bisschen Schaum wieder zurück. Aber auch ein leicht rötlicher Schaum haftet schön am Glas. Es war ein Eichenfass. Oh, ein Weinfass. Aber herrliche Fruchtnoten in der Nase. Also, man hat eine sehr kräftige Waldbeerenfruchtnote. Und ich würde jetzt tatsächlich behaupten, man hat so ein bisschen leichte Holznoten mit dabei, was natürlich perfekt zu Waldbeeren mit dazu passt. Schöne Fruchtsüße in der Nase. In dem Sinne, cheers. Es ist nicht so, wie ich es erwartet hätte. Fangen wir mal mit was vielleicht Nebensächlichem an, aber es hat eine sehr intensive Kohlensäure. Das fällt sofort auf, man macht so den ersten Schluck und denkt, hoi, da ist doch relativ viel prickelnde Kohlensäure, die sofort auf der Zunge liegt. Es ist vom... Ich fange jetzt mal ein bisschen das Pferd von hinten an aufzuzäumen. Es ist sehr, sehr schlank gehalten. Doch eine vergleichsweise intensive Kohlensäure hätte mir das viel feiner vorgestellt. Sie ist auch relativ, wie gesagt, stark prickelnd. Es ist sehr, sehr fruchtig, das Bier. Es hat eine sehr angenehme Fruchtsüße mit dabei. Auf der anderen Seite sind aber auch so leichte säuerliche Noten mit dabei. Und die beiden halten sich so die Waage. Und es ist am Anfang, so beim ersten oder zweiten Schluck, ist die Säure noch sehr, sehr prägnant. Und so im zweiten oder dritten Schluck verringert sich die Säure dann zunehmend. Hat sehr, wie gesagt, angenehme Fruchtaromen. Es ist die Waldbeere mit dabei.
Es hat einen leichten Hinweis auf den Alkohol. Finde ich aber gar nicht unangenehm, passt nämlich eigentlich sehr, sehr gut dazu. Und ich kann mich nicht, ich finde, da ist tatsächlich irgendwo, sind da leichte Fassnoten mit dabei. Und ich finde gerade so dieses leichte, so ein bisschen, vielleicht so ein leichter Rotwein-Touch noch mit drin, wo auch so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, so, also vielleicht sehr viel Spekulation, also ein bisschen Tannin noch reinkommt vom Rotwein und dann eben diese Fassnoten. Und das Bier läuft dann hinten auch sehr angenehm aus. Die Waldbeeren sind nach wie vor das dominierende Thema bei dem Bier, sollte ja bei einem Fruchtbier so sein. Aber ich finde eben, und das war wahrscheinlich genau die Intention, und jetzt verstehe ich auch, was der Jan gemeint hat, dass eben dieses Holzfass eben jetzt nicht so wie bei klassischen holzfassgereiften Bieren, sondern eine sehr dominante Rolle in dem Aromaprofil von diesem Bier einnimmt, sondern eben nur so leicht am Rand das Ganze begleitet, weil es eben jetzt auch kein besonders schweres Bier ist und gerade auch vom Körper her eher ein etwas leichter gehaltenes Bier. Was dann wiederum spannend ist mit dem 6,4 Volumenprozent Alkohol. Also er hat eigentlich ein sehr komplexes Bier geschaffen, ohne dass es jetzt zu komplex wirkt. Vielleicht ein Widerspruch auf den ersten Blick, aber ihr solltet es einfach mal probieren. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, was da rausgekommen ist, weil eben viele Sachen sehr subtil bei diesem Bier passieren und eben nicht so vordergründig, wie das manchmal bei fassgereiften Bieren der Fall ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch ein zweites Dr. Benji Bier, allerdings ist das dann kein Barrel-Aged Fruit Beer mehr, sondern ich glaube, es ist ein Double, aber Dr. Benji in der Fruchtvariante, das Etikett nochmal komplett an euch vorbeiziehen, von ProbierTV gibt es für dieses Bier 4,5 Punkte für den Dr. Benji in der Barrel-Aged Fruit Beer Variante und wie gesagt, ein schönes familiäres Thema, was da den Weg aufs Etikett gefunden hat. Und wenn ihr ähnliche Biere kennt, sei es vielleicht belgische Biere, Fruchtbiere, die auch holzfassgereift sind, beziehungsweise holzfassgereifte Biere, wo eben das Holzfass nur ganz subtil drin ist, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich würde mich über eure Zuschriften darüber sehr freuen, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich auch ganz gerne mal in weiter Zukunft näher beschäftigen möchte. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.